Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen zu dieser Schulungsmaßnahme für interaktive Videos mit H5P. Wie werden die folgenden Minuten gegliedert sein? Ich möchte Ihnen ganz kurz erstmal eine Übersicht geben, wieso ich persönlich glaube, dass man Videos unter Interaktionen grundsätzlich und vor allen Dingen in Zeiten der Pandemie eigentlich nicht verwenden sollte. Und vielleicht eine kurze Erklärung geben, warum das nicht nur eine persönliche Auffassung ist, sondern warum das zumindest aus meiner Sicht eigentlich ein ganz guter Ansatz ist, Interaktionen ständig mit dabei zu haben. Ich möchte Ihnen dann eine ganz normale klassische Aufzeichnung von Folien einmal zeigen, die am Ende dann eine Interaktion haben in Form eines Quiz. Sowas kann man dann mit gegebenenfalls Camtasia machen. Dafür hat die Hochschule Ihnen ja entsprechende Lizenzen zur Verfügung gestellt oder mit irgendwelchen anderen Möglichkeiten. Da kommt es nicht auf die Software an. Dann möchte ich gerne schwerpunktmäßig auf das Tool H5P eingehen, mit dem man wirklich sehr gut und wie man in Aachen so sagt, professurentauglich, also ganz einfach mit wenigen Klicks interaktive Videos generieren kann. Und im Nachgang dazu wird Herr Schnurbusch Ihnen etwas Generelles zu H5P und weiteren Optionen sagen, denn H5P kann nicht nur interaktive Videos machen, sondern noch eine ganze Menge mehr. Und im Nachgang dann switchen wir einmal um und dann sollen Sie selber aktiv etwas tun, denn es ist Ihre Aufgabe, Ihr erstes eigenes interaktives Video zu generieren. So viel zu der Gliederung bzw. zu dem, was jetzt in der Folge auf Sie zukommen wird. Einstieg. Wieso keine Videos ohne eine Interaktion? Dazu möchte ich gerne etwas zitieren. Wir unterliegen der Illusion, dass der bloße Inhalt von Lernmaterialien, ob live oder digital zugänglich gemacht, auf geheimnisvolle Weise eine bildende Wirkung zu entfallen mag. Das Zitat kommt von dem Kollegen Arnold von der TU in Kaiserslautern und das darf ich an dieser Stelle sehr gerne zitieren, weil ich glaube, dass es gerade in Zeiten der Pandemie darauf ankommt, dass wir sehr genau überlegen sollten, was wir machen und wie wir es machen. Und im Sinne von einem sogenannten Outcome-Based Learning und Teaching oder Teaching und Learning ist es unsere Aufgabe als Dozierende, diese Lernmaterialien sehr genau vorzubereiten. Und da können interaktive Videos eine Menge an Hilfestellung für Sie geben. Und ich möchte Ihnen auch gerne erklären, warum ich glaube, dass Videos ohne eine Interaktion keinen Sinn machen. Und das möchte ich tun mit Hilfe eines Comics, was ich in dem Zusammenhang mal im Netz gefunden habe. Das geht wie folgt. Sagt der eine, I taught Stripe how to whistle. I don't hear him whistling. I said, I taught him. I didn't say he learned it. Und genau darum geht es, um die Fragestellung, ob wir etwas aus der Perspektive des Lehrenden machen, also Teaching, oder ob wir etwas aus der Situation des Lernenden, des Studierenden machen. Und in ein Video ohne eine entsprechende Interaktion kann ich super gut als Dozierender machen. Wenn ich aber im Prinzip eine konkrete Kompetenz vermitteln möchte, dann darf ich das nicht einfach nur so ins Netz hineinblasen, irgendeine Videoaufzeichnung machen und das mal gelinde gesagt auf den Streaming-Server der RWTH draufstellen, sondern es muss auf jeden Fall ein entsprechendes Feedback geben. Ein Feedback, bei dem ich letztendlich auch kontrollieren kann, ob das, was ich versucht habe zu vermitteln, ob diese Information rübergekommen ist und ob diese Information dann letztendlich eine Kompetenz oder tatsächlich auch ein Wissen geworden ist. Denn letztendlich geht es ja darum, unser Ziel ist es, OBTL zu machen, also sogenanntes Outcome-Based Teaching and Learning. Wir möchten, dass am Ende vom Tag in einer konkreten Sequenz bei unseren Studierenden etwas ankommt, da auch verbleibt und sich dort zu einer Kompetenz weiterentwickelt. Und das kann man nicht einfach machen, indem man nur ein interaktives Video, ein normales Video ins Netz hineinstellt. Denn damit kann ich überhaupt nicht kontrollieren, also über das Video alleine, ob die Studierenden was verstanden haben. Jetzt können Sie sagen, naja, das muss ja nicht im Video sein, es gibt ja Möglichkeiten, Quizze zu machen. Stimmt, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber so arbeiten unsere Studierenden nicht. Wenn Sie denen sagen, guck dir das Video an und danach machst du sinnvollerweise nochmal den Quiz in Moodle, da wird ein sehr, sehr großer Bestandteil unserer Studierenden, und der liegt deutlich über 50%, diese Quizze nicht machen. Insofern müssen wir diese Feedback-Situation, die Quizze, mit dem Video unmittelbar verbinden. Und darum geht es jetzt gleich, wenn wir das Thema der interaktiven Videos mit H5P uns einmal angucken. Ich will Ihnen auch nochmal zeigen,
was man aus meiner subjektiven Sicht nicht machen soll. Und deshalb habe ich mich natürlich selber als ein Beispiel referenziert und niemanden anderen. Also der Blame ist ganz alleine auf meiner Person. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal eine Aufzeichnung eines Videoinhaltes, den ich vor Jahr und Tag mal gemacht habe. Was Sie sehen, ist eine Aufzeichnung, die dauert 58 Minuten lang. Und in dieser 58 Minuten langen Aufzeichnung, das war meine Einführungsveranstaltung zur Hydrologie und zur Wasserwirtschaft. Das ist ein lineares Video. Das guckt man sich von vorne bis hinten gegebenenfalls an und bekommt die Informationen mit. Als ich angefangen habe 2001 hier in Aachen, hatte ich gerade mal alle Folien, die ich brauchte, um quasi die nächste Vorlesung zu überstehen. Und im zweiten Jahr, im zweiten Durchgang, bin ich hingegangen, habe einen studentischen Mitarbeiter mit in den Hörsaal hineingenommen. Der hat sich vor eine Kamera gestellt und hat von vorne bis hinten das ganze Ding einfach abgetaped. Also im Sinne von Medien für die Lehre, absolut quick and dirty das Ganze. Würde ich heute nie wieder in der Form so machen, aus verschiedensten Gründen. Erstens ist es so, Sie haben gar keine Möglichkeit der Interaktion mit Ihren Studierenden. Sie sehen, die Vorlesung war nach 58 Minuten zu Ende, obwohl man normalerweise 90 Minuten dafür hat. Das heißt, die ganzen Zeiten, wo man mit den Studierenden diskutiert hat, wo man gesagt hat, so, das habe ich Ihnen jetzt gerade versucht zu erklären. Jetzt überlegen Sie mal, jetzt skizzieren Sie mal eine Lösung. Überlegen Sie gegebenenfalls mit Ihren Kolleginnen und Kollegen rechts und links, wie Sie das ganze Ding lösen würden. Alles das fällt weg, wenn man so ein lineares Video macht. Und man hat überhaupt kein Feedback an der Stelle. Diese Videos, die kursieren immer noch im Netz, die sind immer noch da. Und eine bestimmte Anzahl von meiner Studierenden finden das wirklich klasse, dass man dieses Material noch hat. Ich persönlich sage aber, niemand außer einem Internet-Junkie guckt sich 15 Vorlesungseinheiten, irgendwie 60 Minuten im Nachgang nochmal an. Und das ist eine, ich darf mal so sagen, das ist, glaube ich, eine Illusion, ne? Dass das tatsächlich dazu führt, dass wir Kompetenzen bei unseren Studierenden aufbauen. Diese Videos werden immer noch mal genutzt, kurz vor der Klausur, um irgendwie mal schnell was nachzuschauen oder mal nachzugucken. Aber sie sind im Sinne von Outcome-based Teaching and Learning mit Sicherheit keine wirkliche Hilfestellung. Und insofern ist meine persönliche Auffassung, sowas eignet sich absolut nicht, wenn es darum geht, Outcome-based Teaching and Learning zu machen. Insofern klassische direkte Aufzeichnungen an der Stelle sollten wir ergänzen, um ein entsprechendes Feedback. Und an der Stelle darf ich nochmal etwas zitieren, was das aus meiner Sicht ein bisschen nochmal bestätigt. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Vor relativ kurzer Zeit, der eine, die andere wird es gelesen haben, gab es in der Zeit ein großes Interview mit Herrn Truhn. Den kennen Sie wahrscheinlich auch. Das war der mit 10.000, 12.000 Leuten, die in Massive Open Online Kurse hineingegangen ist. Und der wurde gefragt, würden Sie schlussfolgern, schafft Vorlesungen ab, weil Projekte einfach besser sind als Beschallung? Sind wir wieder bei dem Thema Beschallung? Dann sagt er, nach meiner Auffassung ist das in der Tat so. Man wird ja auch nicht dünner, wenn man anderen beim Workout zuschaut. Ich glaube, das versteht jeder. Und insofern auch da von einer anderen Perspektive nochmal eine Bestätigung, dass wir einfache Videos, lassen Sie mich jetzt mal despektierlich sagen, als reine Beschallung so nicht machen sollten. Also machen wir Aufzeichnungen mit einem Feedback. Ein Feedback kann ein Quiz sein. Das können Sie sehr gut, ich will nicht sagen sehr einfach, aber Sie können es sehr gut erstellen. Zum Beispiel mit der Lösung von Camtasia, die Sie über die RWTH zur Verfügung gestellt bekommen. Ich persönlich habe jetzt ein etwas anderes Werkzeug, was ich verwende an der Stelle. So, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Vorlesungseinheit Hydrologie und Wasserwirtschaft 2. Themenbereich Nummer 5. Heute geht es um die biologische Gewässergüte oder auch die Saprobie. Also, was wir jetzt hier an der Stelle einfach mal machen, ist quick and dirty eine Aufzeichnung von einer Vorlesungsreihe, bei der wir Video... So, ich stoppe dem Herrn jetzt mal die Aufzeichnung. Das ist jetzt mit einem anderen Werkzeug gemacht, das nennt sich iSpring. Das erstellt auch komplette HTML-Seiten und hat gegenüber Camtasia aus meiner persönlichen Sicht gewisse Vorteile. Aber da passiert zum Beispiel so etwas, was Sie gerade gesehen haben. Irgendwann zwischendrin hat die Kamera, die Webkamera, einen Hakler gehabt und dann haben Sie ein Problem, dann haben Sie Ihre ganze Aufzeichnung gemacht und gucken sich das ganze Ding nochmal an und stellen fest,
Naja, an der Stelle müssen Sie nochmal neu dran. So, das Ganze geht jetzt konkret weiter. Also natürlich diejenigen von Ihnen aus der Fakultät 3 zumindest, die das Thema Constructive Alignment mitbekommen haben, die wissen, was jetzt kommt. Dann wollen wir als nächstes natürlich die Lehr- und Lernziele definieren. Gehen wir es einfach mal durch. Sie kennen die Parameter der Einteilung der Gewässergüte und erklären allgemeinverständlich das grundlegende Prinzip der biologischen Gewässergüte. Und sie formulieren allgemeinverständliche Zusammenhänge zwischen den aktuellen Fließgewässertypen und der biologischen Gewässergüte. Also im Sinne von Constructive Alignment machen wir das natürlich alle am Anfang einer jeden Vorlesungseinheit. So, und dann geht's los mit den Inhalten zur biologischen Gewässergüte. Jetzt würde Nacken loslegen. Lalülala, lalülala, lalülala. Nächste und nächste Animation. Alles wird ein Ding nach dem anderen erklärt. Und dabei hätten wir dann auch zum Beispiel grafische Abbildungen. Die zeige ich jetzt nur mal an der Stelle, weil ganz am Schluss ein entsprechender Quiz kommt, der darauf abzielt. So, und wenn wir dann fertig sind am Ende der Veranstaltung, weil es ja um interaktive Videos geht, würden wir einen entsprechenden Quiz einbauen, bei dem dann eine Lehr- und Lernstandskontrolle gemacht werden kann. Das war's für dieses Beispiel. Wie gesagt, quick and dirty. So, jetzt haben Sie mit Camtasia und mit welchem Produkt auch immer ein interaktives Video erstellt und am Ende vom Tag sagen Sie, jetzt hätte ich gerne von meinen Studierenden ein Feedback. Ich möchte mal testen, was sie tatsächlich verstanden haben. Also Sie werden Ihre Fragen jetzt nicht in einem gesonderten Moodle-Quiz machen, sondern Sie greifen diesen Hinweis auf und sagen, naja, ich muss unmittelbar ein Feedback machen. Dann starten Sie ein derartiges Quiz und dann hätten Sie die Möglichkeit, jetzt themenbezogen, in diesem Fall ging es halt um biologische Gewässergüte, zu sagen, ob sie da die richtige Zuordnung machen kann. Ja, das war richtig. Dann gibt es weitere Fragen. Ich klicke einfach mal belanglos auf bestimmte verschiedene und kriege dann eine Rückmeldung. Und am Ende vom Tag haben Sie dann ein Feedback. Das sollte man im Regelfall eigentlich noch so ein bisschen positivistisch halten, indem man sagt, ja, das war schon ganz gut, aber Sie müssen vielleicht noch mal zusätzlich etwas daran tun und schauen Sie sich dieses oder jenes an. So, und damit bin ich bei dem Punkt, das Erstellen von diesen Quizzen, das ist schon relativ zeitaufwendig an der Stelle. Und die Frage ist, gibt es da nicht vielleicht eine etwas einfachere Möglichkeit? Und vor allen Dingen, wie sieht denn das aus, wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwelche Medien nutzen, die gar nicht von Ihnen selber sind, sondern jeder von uns kennt das, er hat im Netz irgendwas recherchiert, da gibt es super tolle Videos, die würden Sie gerne verwenden. Aber da haben Sie auch kein entsprechendes Feedback mit drin. Und die Frage ist, kann man das jetzt gegebenenfalls machen? Und natürlich, die Antwort ist ja. Und das Werkzeug, was wir dann an der Stelle verwenden, das wäre das Tool H5P. Und dieses Tool H5P, das ist ein Plugin in unserem Lehr- und Lernmanagementsystem Moodle. Das heißt, kann jeder von Ihnen ab sofort direkt umsetzen. Und da möchte ich Ihnen wiederum ein Beispiel zeigen. Gehen Sie jetzt einfach mal davon aus, es gibt ein Video im Netz, was Sie gerne nutzen würden, um etwas zu erklären. Bei uns in der Fakultät 3 ist es ja so, wir haben vor 2 Jahren einmal eine Initiative gestartet, sogenannte offene Bildungsressourcen als Videos zu generieren. Das heißt, wir nehmen dort bestimmte Standardsachverhalte des Bauingenieurwesens auf als Video, ohne irgendeine weitergehende Erklärung, nur eine reine Visualisierung von bestimmten Sachen. Beispielsweise klassischerweise im Bauingenieur ein Balken auf 2 Stützen mit einer Last in der Mitte. Das Ding drückt man ab, so lange, bis der Balken entsprechend bricht und kann damit bestimmte Kraftverläufe und Momentenverläufe abbilden. So, und ich nehme jetzt einfach mal ein derartiges Video heran, und zwar jetzt wiederum ein eigenes Video, und möchte dieses Video nutzen, um darauf eine Interaktion draufzusetzen. Was Sie jetzt in der Folge sehen werden, wie gesagt, ist ein Video, bei dem wir unseren Studierenden erklären, wie man eine mobile Hochwasserschutzwand wegblenden. Das ist also eines der Videos aus der Reihe der Fakultät für Bauingenieurwesen. Und was Sie jetzt hier im Einzelnen sehen mit irgendeiner Kirmesmusik im Hintergrund, ist eine Erklärung. Unsere Studierenden bauen so eine Hochwasserschutzwand auf, natürlich klar im Regen. Und Sie können auch erkennen, da gibt es also Hinweise, was die jetzt im Einzelnen zu tun haben und zu lassen haben. Und in dem Video hier unten taucht schon mal ein Kreis auf und an der Stelle habe ich nachher eine bestimmte Frage eingebaut. Ich lasse das jetzt einfach mal so durchlaufen.
Also Sie sehen die Erklärung, dieses Video bekommen unsere Studierenden auch als einen Hinweis, wie man so eine Wand aufbauen kann. Und bei dem Aufbauen einer Wand kann man auch tatsächlich Fehler machen. Und das ist auch jetzt in diesem konkreten Fall seinerzeit so gewesen. Da haben wir bei dem Regen nicht so sehr darauf geachtet und haben unsere Studierenden nicht direkt gestoppt. Und was ich damit meine, das sehen Sie gleich, wenn in der Zeitleiste unten der Punkt erreicht ist. Also es werden jetzt der sogenannte Fußdammbalken eingelegt und dann werden die weiteren Dammbalken eingelegt. Und jetzt an der Stelle, da ist irgendwas nicht richtig. Da ist was falsch, was die Studierenden konkret machen. Und deshalb habe ich jetzt auf das Video obendrauf eine Frage draufgesetzt. There is something going wrong. What should you never do when building a mobile flood protection? The stop block is inserted the wrong way around. Sorry, but I don't see that there's anything wrong. Ich sehe das jetzt im Moment mal nicht. Checken wir das einfach mal. Dann sagt er mir, nee, das war nicht die richtige Antwort. Versuche es doch bitte nochmal. Okay, dann sage ich, dass die Stoplocks, also die Dammbalken, falsch rum eingelegt sind. Auch das ist nicht richtig. Also Sie sehen, ich kann jetzt sukzessive so lange daran rumhantieren, bis ich weiß, worum es geht. Nämlich, dass man diese Dammbalken nicht aufkanten soll, weil dann ansonsten die Dichtungen kaputt gehen. So, das war jetzt an der Stelle richtig, dann läuft dieses Video weiter durch. Was jetzt weiter passiert, ist nicht so entscheidend an der Stelle. Deshalb darf ich das vielleicht einfach mal stoppen und nur den Hinweis geben, was ist denn jetzt hier an der Stelle passiert? Ich habe nichts anderes getan, als einen Link auf ein YouTube-Video zu verwenden, einen Link, und diesen Link zu verwenden, um darauf, auf dieses Video in einer zweiten Ebene, quasi davor, Fragen draufzulegen. Das heißt, ich habe tatsächlich zwei unterschiedliche Ebenen. Ich tue an dem Originalvideo überhaupt nichts, aber ich nutze dieses Video, um darauf Interaktionen draufzusetzen. Und das bedeutet jetzt in der Konsequenz für Sie, dass Sie im Prinzip jedes beliebige Video, was Sie haben, nutzen können, um daraus ein interaktives Video zu machen. Das kann entweder ein Video sein, was Sie von YouTube haben oder von Vimeo oder woher auch immer. Das kann aber jetzt zum Beispiel auch Ihre Captivate-Aufzeichnungen sein, die Sie gemacht haben und bei denen Sie gesagt haben, nee, der Professor, die Professorin, der Dozent, die Dozentin haben jetzt mit einem großen Aufwand ganz schnell in diesem Semester alle ihre Videoaufzeichnungen gemacht. Und da habe ich mir erlaubt, die etwas zu kritisieren. So, und wie kriegt man diese Kritik jetzt wieder positivistisch umgedreht, indem man sagt, ganz konkret, nehmen Sie doch bitte diese Aufzeichnung mit Camtasia und nutzen Sie jetzt das Werkzeug H5B, um die Interaktion nochmal draufzusetzen. So, und die Frage ist, ist das jetzt aufwendig? Dauert das lange? Wie viel Zeit muss ich einkalkulieren? Das müssen wir ja immer mit berücksichtigen, gerade im Moment, wo alle von uns ja ziemlich viel Aufwand zusätzlich noch in der Lehre haben. Und ja, dann möchte man eigentlich nichts machen, von dem man sagt, das ist extrem zeitaufwendig. Und mit H5B, darf ich Ihnen sagen, ist es nicht wirklich zeitaufwendig. Es braucht nämlich maximal 3 Schritte. Sie sehen wieder das Video, was wir gerade eben bearbeitet haben. Und es gibt nur 3 Schritte. Man wählt das Video aus, mit dem man arbeiten möchte. Man setzt die konkrete Interaktion drauf. Und optional am Ende möchte man dann gegebenenfalls noch eine Zusammenfassung haben. Und dann kann man halt diese verschiedenen Optionen, die Herr Schnurbusch in seinem Teil nachher nochmal sehr viel detaillierter angehen wird, erklären. So, und das war es schon an der Stelle. So, sollen wir jetzt mal wirklich gucken, ob das so schnell geht, wie ich das eben gesagt habe? Ich wechsle mal das System und gehe einfach mal zurück in die Internetseite mit dem System h5p.com. Ich generiere das jetzt nicht in unserem Learning Management System, sondern will Ihnen an dieser Stelle einfach nur zeigen, dass es die Möglichkeit gibt, mit einer 30-Tage-Testlizenz ein beliebiges Konto anzulegen auf h5p.com, indem Sie die volle Funktionalität von diesem Plugin nutzen können und dabei auch zum Beispiel Code generieren, den Sie nicht nur in Ihr Learning Management System einbinden, sondern zum Beispiel auch für Ihre Webseite. So, was wir machen wollen, ist, wir möchten einen zusätzlichen neuen Inhalt generieren, also Add a Content an der Stelle. Dann kriege ich die verschiedenen Möglichkeiten. Ich gehe jetzt direkt auf das interaktive Video und dieses interaktive Video muss natürlich irgendeinen Namen haben. Ich nenne es jetzt einfach mal H5P. Und jetzt muss ich ein Video dazu nehmen, in diesem Fall einen Link auf ein Video aus dem Netz von zum Beispiel YouTube. Deshalb gehe ich wieder auf meine YouTube-Seite, die ich vorbereitet habe.
und kopiere mir mal den Link von dem Video, was wir gerade angesehen haben, übertrage das jetzt hier an dieser Stelle und füge das ein. Das war schon der allererste Schritt. Dann kommen wir zu den Interaktionen. Sie sehen jetzt, dass ich dieses Video schon sehe, was wir gerade erkannt haben. Ich kann es mir jetzt ein bisschen einfach machen. Ich spule an die Stelle, an der die Interaktion eingebaut werden muss. Das war ungefähr bei 1 Minute 12, 1 Minute 13. So, an der Stelle stoppe ich jetzt mein Video und sage, okay, jetzt möchte ich was einfügen. Hier sehen Sie hier oben eine Leiste mit allen Interaktionen, die ich nutzen kann. Und die Interaktion, die ich einsetze, ist eine Multiple-Choice-Situation. Ich muss definieren, ob ich das als einen Button oder ein Poster definiere. Und natürlich muss ich eine Frage definieren. Ich mache es jetzt mal ganz kurz in Deutsch. Was ist hier falsch? Das Ganze drücke ich noch ein bisschen in Fett ein. Dann ist die erste Option die Dammbalken dürfen, naja, schreiben wir mal richtig, nicht, Punkt, 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 kürze ich mal ab. Das ist die richtige Antwort. Die zweite Option ist, ich sehe keine Fehler. Ja, das ist natürlich falsch. Jetzt nehme ich noch eine dritte Option und da sage ich, die Dammbalken liegen falsch rum. Ist natürlich auch eine falsche Antwort. So, das war es an der Stelle schon. Und mehr brauche ich jetzt nicht zu machen. Ich beginne damit bei dem Timecode 1.14 und lasse das bis zum Ende laufen. Und damit habe ich alle Sachen schon definiert und kann das ganze Ding abspeichern. Und habe jetzt hinter meinem Content bereits mein erstes Video, das ich jetzt noch veröffentlichen muss über Publish. In diesem Fall möchte ich das öffentlich machen. Und dann sehen Sie hier unten meinen entsprechenden Einbettungscode. Und wenn Sie diesen Einbettungscode dann verwenden, um den konkret in Moodle reinzusetzen oder auf irgendeine Webseite. Sie sehen, man hat hier auch die Möglichkeit, einen entsprechenden Embed-Code für Internetseiten zu machen. Dann haben Sie Ihre Aufgabe schon gelöst. Und ich darf an der Stelle sagen, das ist ja nur wirklich fast forward und mit Sicherheit auch professorentauglich. So, jetzt darf ich an dieser Stelle wechseln zu Herrn Schnurbusch, der Ihnen eine generelle Übersicht darüber gibt, was ist H5P, welche weitergehenden Optionen hat man noch, denn interaktive Videos ist nur eines von ganz, ganz vielen Optionen. Und wenn das durch ist, dann kommt es zu dem Punkt, dass Sie selbstständig Ihr allererstes interaktives Video generieren. Und damit darf ich mich an dieser Stelle schon bei Ihnen verabschieden und möchte nur noch darauf hinweisen, dass diese ganze Aufzeichnung und die damit verbundene Foliensammlung unter einer sogenannten Creative Commons Lizenz 4.0 zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, Sie dürfen das, was Sie hier schneller lesen können, als ich Ihnen vorlese, machen. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist, dass Sie den Hinweis darauf geben, woher das Material kommt. Ich darf Ihnen viel Freude, viel Spaß und vor allen Dingen sehr viel Erfolg in Zeiten dieser Pandemie mit den tollen Möglichkeiten zur Erstellung von interaktiven Videos mit H5P wünschen. Bis dahin, tschüss.